Ladies and Gentlemen, Dark Souls. Wo bin ich? Keine Ahnung. Hier gibt es keinen Gott. Ich weiß nicht, wo wir sind. Schandstadt irgendwo am Klettern. Hey, der lebt bestimmt. Warte mal, lebst du? Nein. Neu-Londo, Ruinenschlüssel. Nein. Was ist das? Schlüssel ist immer gut. Ja, wohin? Ja, wir werden sehen. Keine Ahnung. Wohin das kommt? Oh, oh. Ah, warte mal. Ich glaube, ich weiß, wohin wir gehen. Oh, was ist das? Genau in den Rücken. Oh, fuck. Guck mal, wie viel Schaden ich mache. Oha. Jeder Gegner ist ein Bosskampf, wie man sieht. Und die Kacke, ja, das ist normal, dass man Kacke bekommt. Guck mal, wo ich ihn wegstelle. Das sind Indianer. Das in Schandstadt. Oh, ich kann nicht lesen. Ah, Mann. Da, der ist für die Gittertür, die nach Neu-Londo führt. Okay. Neu-Londo, nicht Anor-Londo, ne? Genau. Ja, ja, ich weiß, glaube ich. Wie man dorthin kommt, weiß ich nicht gerade, aber... Ich weiß, wo du meinst. Anor-Londo ist das... Ist doch dort, wo dunkel ist. Und Geister gibt. Oh Gott, ich muss doch diese Dinge kaufen. Wanderflug. Genau. Oh nein! Oh! Cyborg, Ladies and Gentlemen, schnallt euch an. Nein! Oh Mann! Wieso? Wieso? Egal, egal, das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Wir müssen nur nach oben gehen. Ja, dann ist wieder gut. Alles wieder gut. Und die blöden Moskitos ignoriere ich jetzt. Oh Gott, jetzt ja nicht sterben. Vier Menschlichkeit. Oh nein, ich hoffe nicht. Oh. Scheiß Waffe. Kein Wunder. Gut, dass ich überhaupt noch lebe. Waffe ist so kacke. Grüß. Aber ich habe mich daran gewohnt. Ich kann es nicht mehr verlassen. Ich bin verdammt. Ich bin verdammt. Echt, aber wirklich. Geh weg. Wenn man den Generalschlüssel hat, braucht man den gar nicht. Ach so, okay. Den habe ich. Ja, ich habe keine Feinde, doch ich habe. Alle sind gegen mich. Alle. Die ganze Welt. Oh, meine Güte. Es stresst. Ey, sobald ich kann, werde ich sowas von Farben, bis blutet. Bis es blutet. Aha. Kennst du den Film? Bone. Komma Hawk. Keine Ahnung, nee. Was ist das?
Hab den letztens geguckt. Echt brutal, sollte dir gefallen. Echt? Horrorfilm. Oder Action. Ich mag Action nicht so. Kommt darauf an. Gibt auch Filme, wo ich sage, okay, ist gut und so, aber ich mag dieses billige Karate Tiger 4, Karate Tiger 7, Karate Tiger 87. Mag ich nicht. Oha. Nein! Ich habe heute mit Britney, wir haben Hangover angeschaut. Kennt jemand den ersten Teil? Uff. So, komm. Ich muss die töten. Wir brauchen Seelen. Nur blöd, dass ich ihn erst treffen kann, wenn er aufsteht. Wir müssen halt ein bisschen eigentlich geduldig sein. Oh nein, nein, nein. Dayo, wie war das in Dark Souls 1? Wie kommt man zum DLC? Also man muss etwas machen, oder? Nicht, wenn man das nicht macht, kommt man gar nicht dorthin. Oder ist das nicht so gewesen? Habe ich vergessen. Action Splatter. Oh, okay. Ich finde irgendwie so Actionfilme finde ich irgendwie so ein bisschen billig, ne? Keine Ahnung. So früher habe ich so diesen Jean-Claude Van Damme Blutsport habe ich gern angeschaut. Ja, und dann noch ein paar Filme mit Mel Gibson. Wie heißt der? Little Weapon. Ja. Oder, okay, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone zähle ich jetzt nicht. Aber zum Beispiel diese Filme mit Bruce Willis mag ich. Also doch, ich mag schon so Six Sense und ja, Unbreakable. Aber zum Beispiel diese Filme, wie heißt der jetzt? Die Hard oder so. Oder Stirb langsam. Oder diese japanischen. Naja. Alter, was ist das jetzt? Oh, wow, Alter, ich dachte, das ist ein Bug. Oh Gott, darf doch nicht wahr sein. Musst im Archiv den Golem töten, der droppt dann ein Item. Cowboy-Film mit Kannibal-Indianern. Archiv, wo war das nochmal? Genau, was? Da bei dem Hydra-Boss kommt man doch ins DLC, genau. Und dann bei der Hydra da in die Ecke gehen. Aber den Golem, wo finde ich den? Wo ist das Archiv? Kommt das? Ah, jetzt weiß ich wieder. Jetzt weiß ich es wieder. Super, danke. Was stirbt langsam ist Beste. Schäm dich, Brock. Schäm dich. Oh. Scheiße, was ist los? Ich schäme mich. Dankeschön. Drachentag! Juhu! Oh Gott, ich will eigentlich jetzt nur noch zum Feuerband, ne? Ja, weil da ist es ja auch nicht allzu einfach. Ich will meine Waffe. So. Aha. Aha. Wenn ich da lang gehe, mal schauen, was kommt. Was kommt hier? Schauen wir mal. Keine Ahnung. Aha. Das ist Neulondo. Ruinen von Neulondo. Analondo ist das andere. Okay. Nee, nee, da gehe ich jetzt noch nicht hin. Brauche definitiv eine andere Waffe. Ey. Bestimmt gehe ich da noch nicht hin. Nein, nein. So. Drachental. Wir gehen mal hier weiter. Oh, oh, Gott. Aber da kommen wir auch zum Feuerband. Also hier geht es zum Neulondo. Ja, das machen wir dann viel später. Wenn geht, gar nicht. Nein, später einfach.
aber jetzt noch nicht. Schon schweres Gebiet. Aber schön, es sieht bestimmt jetzt noch besser aus. Karthago, danke für den automatischen Host. Dankeschön. Gibt auf Netflix von Tom Hawk. Schau dir an. Ja, wenn das okay ist, kannst du mir flüstern, sonst vergesse ich das jetzt. Aufzug hoch bis beim Leuchtfeuer. Genau. Aha, ist er tot? Wow, er sieht gut aus. Hast du das Schwert endlich? Da bei Neulondo geht's zum Feuerwand. Okay. Scheiß, guck mal, wo ich bin. Also, ich habe jetzt eine andere Waffe bekommen. Scheißdreck. Hat denn jemand schon mal getötet, diesen Drachen? Also, Astoras Schwert habe ich bekommen. Wo ist sie? Ich bin schon blind. Da. Wow, wie was ist das denn? Zusatzeffekt. Was ist das? Keine Ahnung. Gerades Schwert eines unbekannten Ritters, der vermutlich Astoras Elite angehörte. Hochwertige Waffe mit mächtigem Segen. Also das ist bestimmt besser als die, wo ich jetzt habe, ne? Kann das sein? Was? Ich kann sie... Oh nein! Warum? Warum? Villa 14. Ich könnte das doch nicht tun. Lass. Scheiße. Gut, was willst du machen? Unglaublich. Ich dachte, ich kann noch weggehen. Oh Mann. Ich war so begeistert von dem Drachen, ich konnte mich nicht bewegen. Er hat mich one-hitted, also. Wollen wir uns unsere Menschlichkeit... Soll ich dort nicht weitergehen oder soll ich direkt zum Feuerband? Rippe, kein Problem. Den Drachen habe ich echt noch nicht tot gesehen, glaube ich. Ja, Drachen sind schon wichtig, ne? Egal welches Spiel. Skyrim, God of War, Dark Souls, überall Drachen, ne? Schon wichtige Gegner. Geliebte Gegner, vor allem. Okay, scheiß auf ihn. Wie OP die Hellebarde ist. Ja, die ist schon geil, oder? Kannst du die schon benutzen? Oh. Ich will auch. Ja, und jetzt, wenn wir im Feuerband sind, wohin wollen wir gehen? Ich denke zum... Zum Wald vielleicht. Da, weil da, dort kann ich dann fahren. Ich glaube, ich kann jetzt schon dorthin. So, scheiß auf die Gegner. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht mit. Ah, okay. Nein, nicht da lang. Also von hier aus Neulondo, aber auch wir können zum
Zum Feuerbrand, genau. Stimmt ja. Ist der Drache noch tot? Oh, jetzt wartet er. Oh nein. Shit. Aber Gott, ich hoffe, ich sterbe nicht. Aber was? 20.000? Nein. Wir brauchen 20.000 für den Schlüssel. Oho. So. Wow. Was ist das denn? Aber sieht gut aus. Ja. Schon geil. Der Drache. Ja, und jetzt soll ich da... Ich glaube, da für hier sind wir noch ziemlich schwach, ne? Wow, guck mal, wie viele Drachen. Tschüss. Nee, ich glaube, ich gehe zurück. Nein, stimmt jetzt nicht. Dann wohin soll ich gehen? Was meint ihr? Habt ihr eine Idee? Ripple ist Profi, FIFA-Spieler. Ja, ich bin jetzt am Überlegen, wohin? Wohin lohnt es sich? Sense, also zu Sense-Festung oder... 20.000? Ja, wo findest du jetzt 20.000? Damit ich den scheiß Schlüssel kaufe. Hydra-Boss? Nee, habe ich nicht. Ja, wie? Guck mal, die Waffe an. Wie soll ich denn machen? Wieso muss man den jetzt schon machen? Halt so Gebiete, wo ich nicht keine Lust, aber ja, ich könnte noch ein bisschen warten. Muss nicht gleich sein, diese Gebiete, wo jetzt kommen. Aber gehört ja auch zum Spiel. Leider. Echte Menschen sind andere Gegner, das stimmt. Alle suchten halt und dann, ja... Man muss FIFA, wenn man online Spaß haben will, muss man FIFA ziemlich oft gespielt haben, sonst macht es keinen Spaß. Ich meine, nur zu verlieren macht keinen Spaß. Irgendwann stresst das. Und gegen Leute zu spielen, wo jeden Tag 6-7 Stunden FIFA spielen, das ist dann natürlich nicht so einfach. Hydra ist immer der erste Boss, den ich mache. Wieso? Wieso? Das nämlich Wunder ist. Ritual oder... Aha, geht's von hier? Drachental? Nein, warte mal. Das war nicht hier, oder? Das war hier. Genau. Stirb du! Wie man sieht, heute Häufigkeit 173 und die Gegner droppen gar nichts. Schon interessant. Schade. Musst du wissen, kannst machen eigentlich sonst Sens Festung. Okay. Naja, okay. Ja, muss ich ja. Etwas muss ich ja machen. Machen wir. Soll ich den essen, Boss? Soll ich den Hydra machen oder? Havels Ring habe ich doch. Havels Ring habe ich schon. Hier. Ich habe den Havel schon getötet. Hole und danach ist man ja schon da unten. Dann die Hydra killen und. Gras. Das habe ich doch auch. Du meinst das Graswappenschild? Dann habe ich auch schon. Aber ich habe nichts verbessert, wie man sieht. Ja, was mache ich jetzt?
Also, schauen wir mal, wie viele Seelen ich bekomme. 4000. Und dann... Oh, 1000, schade. Und hier haben wir auch noch 1000. Hydra vorbeigelaufen. Nee. Nur im optionalen Gebiet bin ich gewesen. Ich habe jetzt vergessen, wie das Gebiet heißt. Wo man den Dracheneid bekommt oder so. Ich sollte mir die Namen merken. Scheiße. Dort gibt es ja auch einen Hydra, aber... Ich glaube, das ist ein normaler Gegner, kein Boss oder so. Der verfolgt dich somit. Der kommt mit dir. So, Feuerhüter, Seele. Verstärken. Juhu! Jetzt haben wir 2 plus. Okay, kann sie reden? Nein, immer noch nicht. Schade. Did you ring the second bell? Ja. It is incredible, I must say. But now we have a new problem. It's noisy. It snores. And its breath is lethal. This is no laughing matter, I tell you. Damn. That stench. And I was really beginning to like it here. Maybe it's time I do something about it. Maybe it's time. Eine Frage, Dayo oder Opa. Wenn man hier auch nach oben geht, was bekommt man schon wieder? Da, hier oben. Wenn man beim Aufzug runterspringt. Weiß das jemand? Ich habe das vergessen. Was war da nochmal? Was kommt, bekommt man? Man kriegt etwas, aber was? Aufsteigen. Ja. Reparieren. So blöd, dass ich die Waffe immer noch habe. Unglaublich. So, ich kann wenigstens die Rüstung mal wechseln. Das ist am besten. Ist immer noch das, ne? Dauert schon ziemlich lange, bis man anständige Rüstung bekommt, wo auch gut aussieht, wenn ihr mich fragt. Was haben wir da? Fluchresistenz 0. Oha. Okay, machen wir so. Ein paar... Was? Ein paar Seelen und der Schlüssel fürs Asylum. Kannst da oben ja auch zurück zum Anfang und die, um die Puppe zu holen. Wollen wir das jetzt machen? Boah, heiß. Leute, ich bin am Sterben. Ah. So, machen wir ein bisschen so. Okay. Ja, dann wollen wir das jetzt mal machen. Ja. Oh, hallo. I regret meeting you under such compromising circumstances. At least we both made it back unscathed. Incidentally, would you care to learn any sorceries? You're clearly talented, and ich würde es später machen. Wieso? We will require some materials, but I'm happy to teach you some elementary spells. Are you interested? Yes, I see. It is regrettable, but to each his own. If you change your mind, do not be bashful. Nochmal, ja. Did you see them? The 3 young clerics headed for the catacombs to seek kindling. Kindling is the art of feeding bonfires. The poor young girl sent down into a tomb. What a terrible mission she is burdened with. Oh, hello. What? I'm praying that you will. Splendid. Very well.
I am pleased to have a chance to give something back. Well then, let's get started straight away. So, Gegenstand kaufen, ja. Was haben wir da? Ja, wow, 20.000. Okay. Have you heard of Big Hat Logan? Master Logan is a great sorcerer and my teacher. Both of us came to this land as undead. But one day he departed, leaving only a note. I suppose he wished to keep me out of harm's way. But where does that leave me? I have dedicated myself to sorcery. But Master Logan could find no use for me. Yes, the note that Master Logan left. It only said he would travel to Frisch, England danke für den Follow. Dankeschön. I can only guess that he seeks the regal armor. Hallo Felix. For Master Logan is a tireless pursuer of wisdom. Wisdom trumps all. Everything else is hogwash. When the curse turned him undead, I'm certain that he only felt it was the perfect chance to visit this land. I only wish that I had his courage. Two things are required for sorcery. First, you must equip a wand. Second, you must attune a sorcery. Then you will be ready to fire away. Oh, and don't forget to aim. Two things are required for sorcery. First, you must... Okay. Aha, guck. Der Typ am Mann. Well, I see you made it out. Yeah, I made it out safely too. I have my pyromancer, a great swarm, so I can use the man with a bit of care. Oh yeah. By the way, I can share the spells with you. I think you have a knack for it. All you need are the materials. I'd be pleased to help you. Ah, unless you find the magic's gonna save me. Yeah, wonderful. I'm sure that, you know, they'll be of some use, some assistance. Here, first take this. A flame from the great swamp. Now you're a fully fledged pyromancer. Why, let's get started right now. So, was kann man kaufen bei ihm? Naja, ist nicht so. Ausrüstung umwandeln. Wie geht das? Aha, okay. Pyromancy is the art of casting fire. Produce flame, then channel it. Just as our ancestors did. The pyromancer must be in tune with nature herself. My home, the Great Swamp, is an abundant store of nature. You will understand one day. It only takes time. Pyromancy has a, well, rather primitive aspect to it. It messes poorly with advanced culture. And pyromancers are considered rather unsavory. Which is fine, as I never got along with anybody anyway. So, for me, turning undead didn't change a thing. A pyromancer's flame is a part of his own body. The flame develops right along with his skill. When I gave you that flame, I gave you a part of myself. Please take good care of it. A pyromancer's flame is a part of his own body. Okay, dann. Oh, guck mal, Mr. Burns. Mr. Burns? Bist du es? Hi. Was ist das Wasser? Hast du getrunken? Uff. Guck dir mal an. Shit. Ey, was er macht mit seinen Zehen? Uff. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich das höre. Hör auf. Reden wir mal. Hello. Was it you who rang the bell of awakening? I am the primordial servant, King Seeker Frant, close friend of the great Lord Gwyn, chosen undead, who has rung the bell of awakening. I wish to elucidate your fate. Do you seek such enlightenment? Very well. Then I am pleased to share. Chosen undead, your fate is to succeed the great Lord Gwyn, so that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse of the undead. To this end, you must visit Anor Londo and acquire the Lord Vessel.
I am pleased to see you well. Is it something urgent? Ich würde nicht mit ihm reden. Oh, jetzt kann er das rote Auge nicht mehr bekommen zum Invaden. Ah, schade. Okay. Those who seek the realm of lords must brave Sen's fortress, a deadly house of traps. Many have gone before you, but none have returned. Fate has chosen you, but proceed with caution. Those who seek the realm of lords must brave Sen's fortress. So, ja, dann was machen wir jetzt? Claymore. Wo, nicht beim Friedhof. Wo war das nochmal? Opa? Würde ich dann diese Waffe holen? Aha, guck. Jetzt sind sie zu dritt. Aha. Zu viert. Oh, wer bist du denn? Ist das nicht die Feuerhüterseele? Feuerhüterin? Seele? Wie heißt die? Keine Ahnung. Hüterin, oder wie die heißt. You are undead as well. We have no time to fraternize. I have my mission and you no doubt have yours. We must not let this curse overcome us. Did I not explain the urgency of our tasks? Or are you so uncouth as to lack such judgment? By the looks of you, I should think not. Aha, auf der Brücke. Weißt du was? Wir gehen mal dorthin jetzt. Did I not explain the urgency of our tasks? Or are you so uncouth as to lack such judgment? Ich versuche jetzt mal den Drachen zu töten. Mal schauen, ob wir es schaffen. Did I not explain the urgency of our tasks? Or are you so uncouth as to lack such judgment? By the looks of you, I should think not. So sieht sich, oder? Did I not explain the urgency of our tasks? So, mal gucken, was du sagst. What have we here? You look awfully raggedy. Times are grim. The least you can do is look sharp. Don't you dare meet my lady like that. You might scare her off for good. Oh, you again. What business have you? I don't suppose we can help, though. We accompany my lady on her righteous mission. It is quite a chore, but I'm stuck with her. And Nico, too. Can't very well abandon them now. Oh, you again. Don't suppose we accompany. It is quite a chore. Can't very well abandon them now. So. Oh, hello. My guests have finally arrived. I will be departing with them shortly. So, I'm afraid I will be saying goodbye soon. It was a pleasure. Warte, ich muss noch ein paar Sachen bei dir kaufen. And miracles, I presume. So, Gegenheit leisten, Gegenstand kaufen. So, guck. Auszug aus großer Heilung. 10.000. Nein. Aber das ist schon gut. Ja, kaufen wir. Auszug aus großer Heilung. Schon krass, wie viel Wissen man sich aneignen kann, wenn man das Spiel mag. So, gekauft. Juhu! Rhea is the youngest daughter of the good house of Thurmond. Those young knights are her old schoolmates. But I'm not sure what to make of them. I'm afraid they may be a bad influence. Come again. The effectiveness of the teachings depend upon your faith. So, jetzt gehen wir mal zum Drachen. Genau, nicht da lang, sondern da lang. Das Blöde ist halt, meine Waffe ist so schwach, ne? Ich würde ihn eigentlich gerne töten, aber keine Ahnung, ob das geht sicher, aber ob wir das schaffen jetzt. Versuchen wir mal. Ja, versuchen wir doch.
Vielleicht bekomme ich noch eine Menschlichkeit. Das ist doch ein Glück. Natürlich. Tja, wer hätte das gedacht? So, mal gucken, ob wir den Drachen schaffen. Ja, ich versuche es jetzt mal. Mal gucken. Und dann kann ich ja noch da die Waffe noch holen. Und wenn ich die Waffe hole, ja, dann habe ich gedacht, wir gehen zum Schmied. Dann vielleicht mal die Waffe vielleicht ein bisschen verbessern oder so. Und wenn das geht. Ah, ich habe im Friedhof zwei Händer. Habe ich vergessen. Scheiße. Egal. Und ja, und dann. Und dann. Sehnsfestung. Keine Lust. Nein! Dann machen wir den Hydra. Genau. Ja, das ist gut. Ja, Sehnsfestung noch nicht. Das kann ein bisschen noch warten. So, mal schauen. Bin gespannt. Es gibt doch so einen Trick, ne? Dass der Drache runterkommt. Wenn man, glaube ich, genug lang hier unten ist, dann sollte er runterkommen, oder? War das so? Ah, jetzt kommt er. Oder nicht? Mann! Komm runter, Braveheart, komm! Vielleicht mit dem Bogen. Aha! Gut, endlich. Ein Treffer, tot. Ai. Okay. Also nochmal. Wie viel Leben habe ich? Ich habe Leben kaum geskillt, wie man sieht. Vitalität 13. Ja, ist schon ein bisschen die Scheiße, aber... Nein. Ja. Nein. Alter, was ist los? Bin ich so langsam irgendwie? Nee, eigentlich nicht. Oh, Feuer, Leuchtfeuer. Nee, den machen wir jetzt aber. Oh, was ist das? So. Schön. Okay, jetzt mal schauen. Claymore. Also das kann ich ja nicht ausrüsten. Claymore bestimmt, hoffe ich. Erwartungen sind groß. Ich hoffe, es ist gut. Mhm. Ist jetzt besser? Keine Ahnung. Egal. Also. Kommt er runter? Oh nein, er ist weg. Nein. Ich wollte ihn bekämpfen. Oh. Nicht schön. Schade. Vielleicht muss ich da sitzen.
beim Leuchtfeuer. Vielleicht kommt er dann. Nein, er ist weg. Wusste ich nicht. Vielleicht ist er jetzt da. Oder? Nein. Oha. Hast seine Seele bekommen. Wieso? Wieso soll ich seine Seele bekommen? Ich habe ihn ja nicht getötet. Sag ich ja, ich wollte ihn töten. Schade. Da kommt wieder. Okay. Also ist jetzt diese Waffe besser als das von vorhin? Das Drachenschwert? Bestimmt, oder? Aha, was ist das? Sieht gut aus. Endlich mal eine anständige Waffe. Auf jeden. Nee, ich hab ja seinen Schwanz schon abgeschossen. Ja, und ja. So, ich will jetzt mal einen Gegner bekämpfen, den ich ignoriert habe. Mal schauen. So kann ich auch ein bisschen merken. Und dann zum Schmied, ja. Ein bisschen mal die Waffe verbessern, weil, ja, damit wir dann weitergehen. Ab wann kann man reisen? Dayo oder Opa? Wisst ihr das? Aha. Ich glaube, die Waffe ist schon mal besser. Oh. Oh. Nicht schlecht. Okay, da oben ist ja jetzt dieser starke Gegner. Wo war das? Ich glaube hier. Was hier? Nee. Nein, nein, das war nicht hier. Ah, shit. Wo war der? Irgendwo. Irgendwo hier oben. Ab Ohrenstein und Smoke. Oh, okay. Ja, ich werde sie verbessern, auf jeden. Ich weiß mal, wie stressen diese dummen Gegner. Komm. Diesen Tritt, ey. Das schaffe ich sowas von nicht. Mein Gott. Oh. Aber schon wuchtig. Gefällt mir. Ich glaube, das war eins oben. Ja. Nein. Nein, nein. Das war nicht hier. Black Knight. Genau. Genau den suche ich, aber. Hä? Ich habe gedacht, der ist da oben irgendwo. Im Turm, oder? Aber ich finde ihn nicht. Keine Ahnung. Hier ist er nicht. War das mehr oben? Wallah, ich finde nicht. Da im Turm hinein. Wo? Aha, gefunden. Oh, mein Gott. Danke, Dayo. Blind. So, mal schauen. Black Knight, deine Zeit ist um. Mal gucken. Wir werden sehen. Oh Mann, ich stehe. Ey, lass mich mal aufstehen, du Sound. Oh, schöne Waffe. Aha, 27 Schaden. Okay, das genügt. Das müsste genügen. Oha, wer sich dreht. Backstab wollte ich. Aha,
Oh oh. Nein, nein. So. Sehr anständig. Wirklich. Dass du mich nicht angegriffen hast. Nein. Oh. Wow. Ulf. Wow, 27 Schaden. Schon wenig. Endlich. Auf. Nicht überwältigen. Uiuiuiui. Nein. Wow. Oh Gott. Jetzt aufpassen. Ich glaube, wir schaffen das. Mal gucken, was ich bekomme. Ich glaube, ich weiß schon was. Grauer Brocken, glaube ich. Oh. Kommt er runter? Ja, ja, der kommt bestimmt mit. Der wird uns nicht ihn locker. Der wird nicht locker lassen, finde ich gut. Kommt er? Ja. Komm. Aha. Oho. Nein! Ah Mann! Ah Mann, ah Mann! Ich lebe doch! Oh nein! Ratten! Geh weg! Oh. Nein, guck nicht einen einzigen Mensch so ein. Aha, runter kommt er nicht. Glück hast du. Wo Glück? Aha, er hat Selbstmord begangen. Gegeben. Seine Waffe sieht cool aus. Droppt der bestimmt. Wo ist er gestorben überhaupt? An was? Hä? Ist er runtergesprungen? Kann das sein? Oh. Oh. Aber wo ist er gestorben? Ja, ja, wo? Er hat Angst bekommen. Er dachte, ich bin ein ehrenvoller Krieger. Ich lass mich nicht töten, sondern ich töte mich selber. Schon schön, wenn er aufgibt. Wieso seid ihr nicht alle so? Mal gucken. Der Drache, bist du da? Bist du da? Drache? Nein. Ja, er droppt sie vielleicht, aber... Also hier kann man auch gut Menschlichkeit fahren, ne? Guck mal. So schnell runter. Die Ratten töten. 5 Stunden lang. Und dann bekommst du mal sowas. Ja, wieso nicht? Aber wirklich, an was ist er gestorben? Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Finde ich auch.